So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Letzte Woche haben wir Regelentwurf besprochen, Regelentwurf mit Kriterien im Zeitbereich, und ich werde das auch kurz noch zur Einführung wiederholen. Und heute werden wir auch eine Methode, eine Gruppe von Methoden behandeln, die weit verbreitet sind und in der Praxis sehr oft benutzt werden, nämlich dass man, wie sie auf Englisch heißt, Loop Shaping macht, das heißt, den Bodeplot, also insbesondere die Amplitudenverhältnis durch Einführung eines Reglers verformt, also Loop Shaping, um dadurch bestimmte Charakteristiken der Antwort zu erreichen. Und das wollen wir heute diskutieren, aber zuerst kurz eine Wiederholung vom letzten Mal. Was für Spezifikationen haben wir gehabt? Welche Spezifikationen haben wir eingeführt? Oft, aber nicht immer, wenn Sie Ihren Auftraggeber fragen, was er vom Regler erwartet, dann werden es meistens Spezifikationen im Zeitbereich sein. Das heißt, etwas, was wir zum Beispiel mit der Sprungantwort des Systems, des Reglers, auf eine Sollwertänderung zu tun hat. Und hier in dem Bild sehen Sie die Sprungantwort des Reglers. Das heißt, die Antwort des geschlossenen Regelkreises, und normalerweise weist das ein Überschwingen auf, und bis es dann einen stationären Wert erreicht. Und in erster Approximation können wir diesen geschlossenen Regelkreis durch ein Modell zweiter Ordnung beschreiben. Das heißt also, auch wenn dieser Regelkreis viel mehr Pole hat als nur zwei, dann meistens sind es zwei, ein komplexes Polpaar, das hier dominiert, und das komplexe Polpaar führt zu Schwingungen, so wie Sie es hier sehen. Also das ist sehr oft die Annahme. Am Anfang früher in der Vorlesung haben wir gehört, dass wir Pole, die um einen Faktor 4 weiter links liegen, ungefähr bei der Antwort vernachlässigen können. Das heißt also, wenn wir zwei dominante Pole haben, die komplex sind, und dann die anderen Pole des Systems weiter weg sind, das heißt um einen Faktor 4 oder mehr, dann können wir die mit gutem Gewissen vernachlässigen bei der Betrachtung des Systems. Und dann haben wir also verschiedene Größen eingeführt, nach denen die Antwort des Systems beurteilt wird. Also da hier zum Beispiel die Anstiegszeit, die Zeit TR hier, bis ungefähr 90% der Antwort erreicht werden. Oder die Anregelzeit, das wäre Peak Time. Irgendwie sind die englischen Ausdrücke, glaube ich, intuitiv besser. Also Peak Time, die Zeit bis zum ersten Maximum. Overshoot, wie viel das überschwingt. Und dann Settling Time, wenn es ungefähr plus minus 1 ist, Prozent in einem Band plus minus 1 ist. Und wenn wir das Modell zweiter Ordnung hernehmen, im geschlossenen Regelkreis, das hätte dann zwei Parameter, Zeta und Omega, die diese Charakteristiken, diese Antwort beschreiben. Und wir sehen dann hier die verschiedenen Größen ausgedrückt durch Zeta und Omega. Also insbesondere die Anstiegszeit ist nur durch Omega n ausgedrückt, und das Überschwingen ist nur von Zeta abhängig und nicht von Omega. Eigentlich können Sie sehen, ja, alles, das mit der Zeit was zu tun hat, und das ist nicht überraschend, hat mit Omega zu tun, und das Überschwingen hat nichts mit der Zeit zu tun. Wo immer das passiert, Maximum Überschwingen, hat nichts mit Zeit zu tun, und nur mit der Dämpfung. Und die anderen Größen haben alle mit Omega oder
Zeta Omega zu tun. Und dann haben wir gesagt, wenn wir also jetzt die Pole anschauen, dieses Systems zweiter Ordnung, normalen charakteristischen Gleichung, dann sehen wir, der Realteil der Pole Sigma ist Omega mal C, Zeta, Absolutwert der Pole ist Omega 1 und Zeta ist direkt in Zusammenhang mit Sinus Theta, wobei Theta dieser Winkel hier, wobei diese Linie hier zum Pol zeigt. Und daher können wir jetzt umgekehrt im Zeitbereich Spezifikationen vorgeben, so zum Beispiel T. Die Anstiegszeit können wir vorgeben. Jetzt eine minimale Anstiegszeit, minimale Anstiegszeit hätte dann zu tun mit, also Anstiegszeit größer als ein gewisser Anstiegszeit. Entschuldigung, Anstiegszeit kleiner als eine Grenzwert. Das heißt, es muss schneller sein, es muss mindestens so schnell sein wie TR. Wenn es kleiner ist, das heißt, dass Omega 1 größer als ein Wert, ein bestimmter Grenzwert ist, und das könnten wir dann hier vorgeben. Also hier wäre das die nicht erlaubte Region, wo wir keine Pole erlauben, weil Omega 1 größer als ein bestimmter Wert sein wird. Das heißt, die Anstiegszeit schneller als ein Grenzwert. Vom Überschwingen her sehen wir, dass das Überschwingen in direkter Beziehung zu Zeta, und Zeta steckt in direkter Beziehung zu diesem Winkel Theta hier, und daher wäre nach Überschwingen, wenn das Überschwingen weniger als ein gewisser Wert ist, wäre diese Region auszunehmen. Wenn die Ausregelzeit, die ist also von dem Realwert der Wurzel abhängig, wenn die Ausregelzeit kürzer als ein gewisser Wert ist, da müssten die Pole außerhalb dieses Bereichs liegen, in der linken Halbebene. Und da können wir die ganzen Spezifikationen hier zusammenpacken, den Halbkreis, die Beschränkung von der Dämpfung her und auch die Beschränkung von der Ausregelzeit her. Alles zusammenpacken, und dann hätten wir diese Region, die dann nicht erlaubt wäre für die Pole. Das heißt, wenn Sie jetzt den geschlossenen Regelkreis haben, dann werden Sie versuchen, durch Einstellung des Reglers die Pole, die zwei komplexen Pole, die am weitesten rechts liegen, außerhalb dieses Bereichs zu halten, und wenn die anderen Pole um einen Faktor 4 weiter in der linken Halbebene liegen, dann kann man das in guter Weise durch diese zwei dominanten Pole approximieren. Also hier wären zum Beispiel diese zwei dominanten Pole, die würden die Spezifikationen erfüllen, und sie hätten dann vom System eventuell noch andere Pole und eventuell auch Nullstellen und auch komplexe Nullstellen eventuell hier in der linken Halbebene. Und solange das um einen Faktor 4 weiter links ist, kann man die in erster Betrachtung vernachlässigen und die Auslegung nur aufgrund dieser zwei dominanten Pole hier und hier durchführen. Das Zweite, was wir uns anschauen können, und das ist wiederum sehr oft eine praktische Vorgabe, ist Gain Margin und Phase Margin. Und nicht überraschend, wenn Sie jetzt das System zweiter Ordnung haben mit zwei Parametern, Zeta Omega, und dann können wir für das System zweiter Ordnung Gain Margin und Phase Margin anschauen, und die sind dann in direktem Zusammenhang mit Zeta und Omega. Zwei Parameter Gain Margin, Phase Margin, zwei Parameter im System Zeta Omega. Das heißt, Gain Margin und Phase Margin Vorgabe ist äquivalent zur Vorgabe von einem gewissen Zeta und Omega. Und es gibt jetzt den Zusammenhang hier. Wir schauen uns also jetzt den geschlossenen Regelkreis an. Geschlossenen Regelkreis mit einem K, mit einem System G. Diesen geschlossenen Regelkreis. Und dann schauen wir uns die Übertragungsfunktion zwischen R und
dem Sollwert und Y an und dem Ausgang. Und das wäre also diese Übertragungsfunktion hier. Das wäre T ist gleich Y über R. Und Sie wissen, wie man das ausrechnet. Das ist jetzt der Vorwärtspfad über 1 minus den Pfad im Loop. Der Loop ist minus KG, das heißt, Sie kriegen dann KG, das ist dann KG über 1 plus KG. Und jetzt wieder die Annahme, wir nehmen an, dass dieser geschlossene Regelkreis sich verhält wie ein System zweiter Ordnung. Zweiter Ordnung von DC-Gain, also den Steady-State-Gain, Gain zur Frequenz 0, wäre S gleich 0, wäre gleich 1. Okay? Das heißt also, T, die Vorgabe hier ist, T von 0 ist gleich 1. Und dann bleiben, das gibt Ihnen das K, und daher alles, was überbleibt, ist das Omega und das Zeta. Und Sie können jetzt aus diesem Zeta Omega, können Sie jetzt herausrechnen, aus dieser Gleichung hier, können Sie herausrechnen, was ist das KG? Und KG ist dann hier unten angegeben, KG ist... KG ist jetzt Omega Quadrat über S plus 2 Zeta Omega. Das ist also jetzt der offene Regelkreis, System zweiter Ordnung, KG. Und im Geschlossenen gibt es Ihnen dann das genau diese Übertragungsfunktion zweiter Ordnung. Also wenn die Übertragungsfunktion zweiter Ordnung geschlossen ist, dann das offene ist das hier. Und aus dem offenen können Sie dann ablesen, und wir haben das letztes Mal gezeichnet, wie schaut das mit der Gain Margin und Phase Margin. Sie haben also hier irgendwie den Bode-Diagramm, das so kommt. Und dann haben Sie hier irgendwo den Punkt minus 1 und das da hier wäre K mal G und dann können Sie von hier von dieser Distanz ist 1 über Gain Margin ablesen und dann von der Distanz hier, von diesem Winkel hier, können Sie den Phase Margin ablesen. Das heißt, Sie können ausrechnen, auch wenn Sie auf dem Bode-Diagramm schauen, haben wir das gemacht, wir können den Phase Margin ablesen und der Phase Margin gibt dann diese Beziehung, wie ich es hier geschrieben habe, Arcus Tangens, und der Phase Margin ist einfach die Phase, wenn die Amplitude, okay, war das jetzt gleich da aus, so, um das zu bestimmen, würden wir KG auf Omega ist gleich 1 nehmen und dann die Phase bei irgendeinem Omega-Stern und dann die Phase ausrechnen von dem Omega-Stern. Das wäre also die Phase von KG Omega Stern und der Phase Margin wäre dann 180 plus 180 oder plus Pi plus Pi wäre dann der Phase Margin. Okay. Wir schauen uns an, zu welcher Frequenz Omega Stern die Amplitude 1 ist. Dann schauen wir uns die Phase an, dann berechnen wir die Differenz zum Pi. Das gibt uns den Phase Margin und das können Sie analytisch machen und dann kriegen Sie diese Formel. Ist der Arcus Tangens von den 2 Zeta um den... und wenn Sie jetzt das auftragen, Phase Margin versus Damping hier, Phase Margin PEM,
Damping, dann sehen Sie, dass über einen großen Bereich, das heißt ungefähr bis 70 hier, haben Sie eine einfache Beziehung zwischen Phase Margin und Damping. Damping ist ungefähr Phase Margin über 100. Also wiederum dieser Zusammenhang zwischen Phase Margin und Zeta. Weiters haben wir einen Zusammenhang zwischen Phase Margin und anderen Charakteristiken, zum Beispiel Phase Margin und Overshoot Fraction MP. Jetzt ist das überraschend. Nein, wenn Sie zurückgehen, ich habe darauf hingewiesen, hier MP ist eine Funktion von Zeta und das heißt, es ist eine Funktion von Phase Margin, weil Zeta und Phase Margin in eindeutiger Beziehung stehen. Daher können wir das MP direkt in Beziehung setzen von Phase Margin. Und das ist, was wir jetzt hier gemacht haben. Dieses MP hier, das Überschwingen, Overshoot Fraction, das wäre also das, hier wäre das, hier wäre zum Beispiel ein 100% Überschwingen, wäre hier oben für einen Phase Margin von 0. Auf der anderen Seite können wir was den Frequenzgang anschauen, das heißt, wir können anschauen den Frequenzgang von T und der wird dann ungefähr das DC-Wert ist 0, also DC-Wert ist 1, 0 dB und dann haben wir diese Art Funktion für den Frequenzgang, Omega, und dann schauen wir uns diesen Peak hier an. Und dieser Peak hier ist MR und das ist ein Multiple von dem, also MR einfach. MR, also da hier wäre 1 und das hier wäre dann MR. Und das würde also heißen, hier Überschwingen, hier Überschwingen von 100% für diesen Frequency Response. Okay, und 0 wäre dann kein Überschwingen, ne? Da hier unten. So, das ist jetzt Zusammenhang zwischen Phase Margin und Zeta und Overshoot Response. Das heißt, alle diese Größen sind für ein System zweiter Ordnung in Zusammenhang und Sie können daher immer wieder von der Phase Margin, von diesem Überschießen zurückgehen auf das Zeta und das Zeta wäre dann eine Spezifikation für die Closed Loop Response und das Zeta drückt sich dann aus, wie ich gesagt habe, da hier ist die Wurzeln. Und das wäre der Winkel Theta und Sinus Theta wäre dann Zeta. Okay? Das heißt, Sie wissen, wenn Ihnen wer vorgibt, was der Overshoot, können Sie daraus ausrechnen, was ist das Zeta, zum Beispiel von diesem Diagramm her oder auch vom Frequency Response Overshoot und können das Zeta dann vorgeben und entsprechend den Regler auslegen, dass die Pole mit diesem Winkel platziert sind. Das Wichtigste ist diese Betonung hier, alle Faustregeln, die wir hier haben, also das sind Faustregeln, also hier für zweiter Ordnung sind es nicht nur Faustregeln, sondern es sind effektive quantitative Beziehungen, also Faustregeln stimmt eigentlich nicht. Alle Beziehungen, die ganzen Zusammenhänge zwischen Gain Margin, also ich würde sagen alle Zusammenhänge, die wir da hier hingeschrieben haben, zwischen Gain Margin, Phase Margin und Dämpfung, Anwendungszeit, basieren auf der Annahme, dass der geschlossene System sich wie ein geschlossenes System wie ein System zweiter Ordnung verhält. Also diese exakten Beziehungen gelten nur unter der Annahme. Und wenn das nicht der Fall ist, müssen Sie aufpassen, weil dann kann es beliebig falsch sein. Und aufpassen heißt, also alles andere
Faktor 4 und auch macht das keinen, keine Annahme über die Todzeit, oder die Todzeit ist zum Beispiel Annahme 0, null Todzeit, und sobald Todzeit ist, ändert sich der Zusammenhang total. Oder auch, wenn Sie eine Nullstelle in der rechten Halbebene haben, wieder ändert sich der Zusammenhang total. Und wenn Sie Pole haben, die weniger als Faktor 4 sind, ändert sich's ein bisschen. Okay? Aber alles, was in der rechten Halbebene ist, dann zum Beispiel Nullstellen, ändern das grundsätzlich in die Todzeit genauso. Okay, gibt es dazu irgendwelche Fragen? Also zusammenfassend, im Grunde genommen, geschlossener Regelkreis verhält sich wie ein System zweiter Ordnung, das heißt, es ist Zeta Omega, und dieses Zeta und Omega sind in Beziehung mit allen praktischen Größen wie Gain Margin, Phase Margin, Überschießen, Anstiegszeit, Ausregelzeit, kann man alle auf das Zeta und Omega zurückführen, und das heißt, Sie würden dann den Regler so auslegen, dass im geschlossenen Regelkreis das System zweiter Ordnung da drinnen, die Pole des dominanten Systems zweiter Ordnung, diese Bedingungen erfüllen. Das alles nimmt an, wie wir es hier gesagt haben, dass Sie eine Übertragungsfunktion haben. Und jetzt werden wir darauf übergehen, mehr auf eine Situation, die sehr oft einträgt, dass Sie die Übertragungsfunktion nicht genau quantitativ gegeben haben, sondern das Einzige, was Sie gegeben haben, ist so ein Bode-Diagramm. Das heißt, Sie haben eine Frequenzantwort aufgenommen, experimentell. Sie haben zum Beispiel ein Fast-Fourier-Transform gemacht über das Ausgangssignal, Eingangssignal, haben dann den Bode-Diagramm festgelegt, Amplitudenverhältnis, Phase. Jetzt könnten Sie versuchen, da eine Übertragungsfunktion dem anzupassen. Oft wird das nicht gemacht, sondern man arbeitet direkt von dem aufgenommenen Bode-Diagramm und versucht, das dem direkt abzuleiten, welchen Regler braucht man für das bestimmte System, um eine gute Antwort zu erreichen, ohne jemals eine Übertragungsfunktion mit Polen-Nullstellen auszurechnen. Die Grundlage für diese Überlegungen, und meistens schaut man sogar nur das Amplitudenverhältnis an, ist dieses Betrag-Phase-Gesetz von Bode, das auf den ersten Blick überraschend ist, aber dann, wenn man es ein bisschen mehr überlegt, nicht ganz so überraschend. Und Betrag-Phase-Gesetz nach Bode sagt das Folgende. Wenn ich ein stabiles, minimalphasiges System habe, und Sie erinnern sich, minimalphasig ist, wenn das System und das Inverse kausal und stabil ist. Also das stabil minimalphasig heißt einfach, dass G und G minus 1 stabil und kausal sind. Das heißt, wir haben keine Nullstellen, no right half plane zeros, also keine Nullstellen, Pole in rechte Halbebene und keine Todzeit. Okay? Das sind die Annahmen hier. Wenn diese Annahmen gegeben sind, dann braucht man eigentlich nur ein Diagramm, entweder das Phasendiagramm oder das Amplitudendiagramm. Das eine ergibt sich eindeutig vom anderen. Das heißt, wenn ich ein Amplitudendiagramm hinzeichne, dann kann ich zurückrechnen genau an jeden Punkt, was ist die Phase. Und das hat nichts zu tun mit der Übertragungsfunktion. Wenn ich einfach ein Bode-Diagramm habe, kann ich aus dem Bode-Diagramm genau die Phase dazu rechnen, die dazu gehört vom Amplitudenverhältnis, unter der Annahme, es gibt keine Nullstelle Pole in der rechten Halbebene, keine Todzeit. Dann ist Amplitude und Phase in eindeutigem Zusammenhang. Das heißt, ich brauche eigentlich nur ein Diagramm, Amplitude, weil die Phase ergibt sich automatisch aus dem Amplitudendiagramm.
Und es ist effektiv Bode in seinem Buch, das jetzt wahrscheinlich fast 100 Jahre zurückliegt, hat dann komplizierte, aber explizite Formeln, wie ich die Phase ausrechnen kann aus der Amplitude. Okay. Normalerweise machen wir das nicht, dass wir die Phase ausrechnen. Wir wissen nur, dass die Phase sich ergibt. Und daher können wir Schlussfolgerungen machen vom Amplitudenverhältnis, zum Beispiel auf Phase Margin, weil die Phase gegeben ist. Und insbesondere können Sie sich überlegen, dass was die Phase, wenn Sie zum Beispiel einen Integrator haben, als die Phase, wenn ich g von s ist gleich 1 über s hat, dann wäre die Phase, die Phase hier einfach minus pi halbe. Okay? Immer. So, das heißt, für das die Phase gegeben. Und jetzt kommt aus dem hier allgemein wenn die Steigung des Bode-Diagramms konstant ist, also zu dieser Umrechnung, also 1 über s hätte das Bode-Diagramm, würde dann so ausschauen, das hätten wir die Steigung hier 1, das würde durch den Punkt 1 gehen, und das heißt, wir haben eine Steigung von minus 1, okay, und dann wäre die Phase minus 90 Grad. Wenn ich ein Bode-Diagramm so hätte, die Steigung plus 1, ne, dann würde die Phase, in dem Fall, die Phase ist gleich plus Pi halbe. Okay. Sie sehen also aus dem Beispiel, aus dem trivialen Beispiel, sobald ich weiß, was die Amplitude macht, und in dem Fall, wenn die Amplitudensteigung plus 1 ist, weiß ich, wenn sie über einen langen Bereich plus 1 ist, weiß ich, dass die Phase, die dazugehört, zu dem Bereich plus 90 ist. Oder für minus 1, dass die Phase minus 90 ist. Also das sind die trivialen Zusammenhänge, wenn ich einfach s, s Quadrat, s der dritten, s minus 1 und so weiter habe. Wenn es jetzt mehr Pole hat als diesen einen, dann in dem Bereich, wo die Steigung ungefähr minus 1 ist, werde ich immer, das sagt das Bode-Betrag-Phase-Gesetz, wäre ich immer eine Phase von minus Pi halbe haben. Und das ist hier etwas was angedeutet. Also hier hätten Sie zum Beispiel ein System zweiter Ordnung, und Sie sehen jetzt, die Übertragungsfunktion ist nicht gegeben hier, aber Sie sehen also hier jetzt in dem Bereich hier, okay, haben Sie ungefähr eine Steigung von minus 2, das heißt in dem Bereich hier hätten Sie eine Phase, also gegen minus 180, also extrem hier am Endpunkt, das ist minus 180. Und dann in dem Bereich hier ändert sich die Steigung, und die Steigung ändert sich von minus 2 auf minus 1. Und bei minus 1 hätten Sie dann die Phase entsprechend einem Integrator, jetzt nur minus Pi halbe, vorher minus 2 Pi halbe. Also das wäre da hier dann minus von der Regel minus 2 Pi halbe wegen dem minus 2 hier. Und hier wäre die Phase minus 1 Pi halbe wegen dieser Steigung hier. Okay. Und das ist jetzt einfach ein exakter Zusammenhang zwischen Amplitude und Phase, und Sie sehen, dass es asymptotisch, also wenn wir den Übergang haben, ist es nicht genau, asymptotisch, also wenn wir uns also der Steigung genau minus 1 oder minus 2 nähern, kriegen wir minus 180 oder minus 90 Grad als Phase. Und das heißt jetzt, ich lösche das jetzt aus hier. Das heißt jetzt,
wenn ich einen Phase Margin haben will, der zwischen 0 und 90 liegt, dann muss meine Phase, Phase Margin, weil ich schaue die Amplitude an, wo die Amplitude 1 ist, also Amplitude 1 hier, schaue ich an. In dem Fall wäre die Phase hier ungefähr minus 130, sagen wir. Minus 130, das würde heißen, Phase Margin ist gleich 50 Grad. Okay. Das heißt also, wenn ich einen vernünftigen Phase Margin haben will, hier an dem Punkt wäre der Phase Margin hier in dem wäre der Phase Margin hier wäre Phase Margin ist gleich 90 und hier wäre Phase Margin, wenn wir eine Phase hier hätten, Phase Margin gleich 0. Ne? Angenommen, die Amplitude zu dem Punkt ist 1. Und das heißt jetzt als Schlussfolgerung, was hier steht, und das hat jetzt mit dem Loop Shaping zu tun, als Schlussfolgerung, das heißt für gute Phase Margin, das heißt zwischen 0 und 90 Grad, muss die Steigung zwischen minus 1 und minus 2 liegen. Also ich brauche die Phase gar nicht anschauen, ich muss einfach schauen, dass in diesem Bereich hier, wo die Amplitude 1 ist, die Steigung zwischen minus 1 und minus 2 liegt. Dann weiß ich vom Bode-Betrag-Phase-Gesetz, dass hier eine Phase zwischen minus 90 und minus 180 liegt. Und das heißt, dass ein vernünftiger Phase Margin da ist. Okay. Das heißt, ich brauche bei diesem Loop Shaping, wo ich also durch den Regler dieses Amplitudenverhältnis ändern will, brauche ich eigentlich die Phase nicht anschauen. Ich muss nur den Regler so entwerfen, dass in dem Bereich, wo das Amplitudenverhältnis 1 ist, die Steigung zwischen minus 1 und minus 2. Das heißt, ich muss normalerweise die Amplitude anheben, damit, wie ich es hier gemacht habe, damit die Steigung kleiner wird, dass ich ein genügenden Phase Margin habe. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Ja, bitte. Dieser Zusammenhang gilt auch für positive Steigerungen, jawohl. Normalerweise ist es nicht sehr relevant, weil in den meisten Fällen, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie Sie es gesehen haben, was der Ochsenbein gezeigt hat für einen PID-Regler, ne? Für einen PID-Regler hätte ich normalerweise eine Übertragungsfunktion, das Bode-Diagramm vom PID-Regler, das heißt hier, stimmt auch, und wenn Sie anschauen, PID-Regler am Ende hat der Phase 0, weil da kriegt zuerst der Phase, oder der Phase ist am Ende, hier ist es plus 1, also das wäre eine Phasenanhebung hier auf plus 90 Grad in dem Bereich hier, wenn die Steigung plus 1 ist, ne? Aber wenn wir uns dann anschauen, den Regler mit der Strecke, und das ist normalerweise, was wir anschauen, dann finden wir nicht so eine Plus-1-Steigung. Die Kombination gibt uns dann vielleicht minus 2, plus 1, gibt uns eine Steigung von minus 1 oder was. Aber die Regel stimmt vollkommen für auch positive Steigungen. Wiederum, Einzige, wenn es nicht funktioniert, ist, wenn wir effektiv Pole oder Nullstellen in der rechten Halbebene haben, nicht auf der Achse, sondern in der rechten Halbebene oder Zeitverzögerungen. Aber sonst haltet es genauso für positive Steigungen. Sonst noch Fragen?
Gut, hier ist jetzt ein Beispiel, wie wir dieses, genau dieses Prinzip, das ich Ihnen jetzt beschrieben habe, anwenden. Das heißt, wir fangen an mit einem ganz einfachen doppelten Integrator. Steht Spacecraft dabei, das haben wir abgeleitet von Spacecraft, aber in Wirklichkeit kann man sich vorstellen, es ist einfach Zusammenhang zwischen Kraft und Position. Zwischen Kraft und Position, also Sie haben eine Beschleunigung, Beziehung zur Kraft. Beschleunigung einmal integriert ist die Geschwindigkeit, Beschleunigung zweimal integriert ist die Position. Die haben also den Zusammenhang hier zwischen irgendeiner Kraft, die wirkt hier, Kraft, okay, und da hier Position. Ne? Im Spacecraft war das eine Rotation, das heißt, wir hatten einen Zusammenhang zwischen Winkel und einem Drehmoment. Ne? Aber das ist das Gleiche wie Kraft und Position. Und das heißt, in der Mechanik haben Sie oft diese vereinfacht, diese doppelten Integrator-Modelle. Und jetzt ist die Frage, Sie wollen einen Positionsregler. Wie muss der Regler ausschauen, dass er das einmal vernünftige Phase Margin hat? Jetzt 1 über s Quadrat, wie wir gesagt haben, das hätte die Steigung minus 2. Das heißt, Bode-Diagramm hat diese Form, wie ich sie hier gezeichnet habe, mit hier Höhe 1 bei Frequenz 1, 1 über s Quadrat. Und natürlich, jetzt brauchen wir gar nicht anschauen, was ist die Phase, wir sollten das sofort wissen. Die Phase hier überall, die Phase ist gleich minus Pi. Ne? Ist gleich minus n mal Pi halbe, minus 2, die Phase wäre minus Pi. Überall hier, im ganzen Bereich. Und das heißt, wenn wir jetzt das zeichnen würde, das Nyquist-Diagramm, das kommt also dann irgendwo minus, das geht genau durch diesen Punkt durch, ne? Das ist 1 und genau durch diesen Punkt geht das Nyquist-Diagramm durch. Ja, das ist jetzt nicht richtig, das Nyquist-Diagramm geht nicht hier durch. Es kommt, doch, es geht hier durch, aber es kommt hier von minus Pi. Es ist konstant minus Pi. Ne? Phase ist konstant minus Pi, daher geht es Nyquist-Diagramm so, daher nicht so, sondern Nyquist-Diagramm kommt so, minus Pi. Okay, das heißt, es ist natürlich genau ein Grenzwert von Umkreisen dieses Punktes. Was wollen Sie jetzt machen? Sei es von diesem Bode-Regel hier, in dem Bereich hier darf die Phase nicht minus Pi sein, sondern Sie wollen diese Phase anheben. Das heißt, Sie wollen dieses Diagramm hier in dieser Hinsicht ändern, ne, damit jetzt ein genügender Phasenabstand existiert. Oder hier, Sie wollen die Steigung ändern, wenn Sie die Steigung gegen minus 1 hin ändern, dann wird diese Phase von minus 180 Grad auf minus 150 und weniger Verzögerung angehoben werden. Und das ist jetzt die Idee hier. Man sagt jetzt von dieser Problemstellung, die gesuchte Bandbreite, die ich haben will, bei 0,2 Radians per Second. Das heißt also, Bandbreite würde heißen, wo die Durchtrittsfrequenz ist. Also die Durchtrittsfrequenz hier ist 1. In dem Fall sagen wir wollen die Durchtrittsfrequenz bei 0,2 haben. Das ist irgendwo hier. Und wir wollen dort die Verstärkung 1 haben und die Phase minus 90 Grad. Okay.
Wir wissen, bei 0,2 ist die Phase derzeit 180 und daher brauchen wir Kompensation, um die Steigung in dem Bereich hier, in dem Bereich wollen wir die Steigung anheben gegen minus 1. Also wir wollen schon hier bei 0,2 wollen wir die Durchtrittsfrequenz haben und die Steigung minus 1. Das heißt, wie können wir die Steigung anheben? Wenn Sie sich überlegen, welches Element würde hier die Steigung anheben? Das heißt, Sie würden hier etwas dazugeben wollen vom Regler her, das ungefähr so ausschaut, mit einer Steigung von plus 1. Und das wäre dann ein Regler, der die Form hat TS plus 1, wobei diese Frequenz hier 1 über T ist. Und wenn Sie diese zwei Bode-Diagramme jetzt zusammenzählen würden, dann kriegen Sie asymptotisch eine Steigung von minus 1, also irgendwo ergibt sich dann der Übergang von minus 2 auf minus 1. Und das ist, was wir hier machen. Also wir schauen hier, dass bei 0,2 die Steigung minus 1 ist, was ich Ihnen genau beschrieben habe. Wir können jetzt nach der Pause fertig machen. So machen wir hier weiter. Wie vor der Pause gesagt, wir haben den offenen Regelkreis, doppelter Integrator, Steigung minus 2, daher Phase minus 180 Grad. Und die Spezifikation ist hier, wir wollen eine Phase von minus 90. Einer Ihrer Kollegen hat gefragt, warum minus 90? Das ist eigentlich extrem. Ja, für praktische Anwender würden Sie wahrscheinlich nicht minus 90 wählen, sondern vielleicht minus 30 oder minus 50. Hier ist das minus 90 nur gewählt, weil es das Beispiel einfacher macht. Es ist minus 90, daher weiß ich, ich muss einfach die Phase von minus pi halbe addieren dort und daher ist die ganze Argumentation einfacher und ich kann es einfacher vom Diagramm sehen, als wenn ich auf eine Phase von 45 oder so irgendwas dazu zählen will. Das heißt, wir wollen die Phase, die Steigung von minus 2 auf minus 1 ändern, bei der Frequenz 0,2. 0,2, Steigung ist gleich minus 1. Kann ich die Frage beantworten? Kann ich? Kann schon, wir haben genug Zeit heute. 0,2 und das heißt, ich muss bei 0,2 schon eine Phase auf minus 90, wenn ich jetzt das 1 über t als 0,2 wählen würde, dann weiß ich genau an dieser Eckfrequenz, also das ist mein Regler hier, wie ich Ihnen gezeigt habe, das heißt, das schaut so aus, 1 über t. Sie wissen auch, wenn Sie die Phase jetzt dazu zeichnen, das wäre jetzt das Bode-Diagramm hier, wenn Sie die Phase dazu zeichnen, dann ist die Phase hier 0 und dann geht sie hinauf auf plus 90. Ne? Und genau in diesem Punkt ist die Phase etwa 45. Okay, an diesem Punkt 1 über t. Das heißt, Sie müssen den Punkt 1 über t weiter links als 0,2 wählen, um eine Phase von plus 90 zu haben. Und hier kommt wieder diese magische Zahl 4. Das heißt, weit genug links, damit sich die Phase auswirkt. Und weit genug hier als Annahme ist immer 0,4. Weit genug links, damit es sich nicht bemerkbar macht, damit die Phase sich voll auswirkt, ist 0,4 hier. Und dann 0,2 über 4 oder 0,05 über von 1 über t und das gibt Ihnen t20 oder hier 0,05. Das wäre also dieser Punkt 0,05. Und genau in dem Punkt legen Sie dieses 1 über t hinein mit Steigung plus 1, das ist jetzt nicht so genau gezeichnet.
Das heißt, hier unten haben wir hier wieder die Steigung ist gleich minus 1 angeheben. Oben hier haben wir die Steigung minus 2. Aber das ist sowieso geschrieben, hier ist die Steigung minus 1. Okay. Und jetzt ist die Frage, was soll jetzt das K sein? Ne, das K ist die Frage. K ist noch unbestimmt hier. Und das K bestimmt sich aus der Argumentation, dass ich die Durchtrittsfrequenz, die Bandbreite, dort wo die Amplitude 1 ist, dass ich die zur Frequenz 0,2 haben will. Das heißt, an diesem Punkt hier, 0,2, will ich, dass die Amplitude 1 ist. Was ist die Amplitude hier? Die Amplitude hier ist 100. Und daher muss ich das K 0,01 wählen, damit die Amplitude 1 über 100, 0,01, damit die Amplitude von K mal Tau S plus 1, das hätte dann die Konsequenz, dass K mal Tau TS plus 1 mal 1 über S Quadrat und diese Amplitude dann an dieser Frequenz, nämlich S ist gleich 0,2 Omega, Omega ist gleich 0,2 I Omega, ist gleich 1. Für S, S ist gleich 0,2 I. Und damit habe ich alles bestimmt, das K und das T in diesem Regler. Und ich kann es mir dann auf der nächsten Seite anschauen, was das Resultat ist. Also einerseits die Bandbreite in etwa, wie lang das 1 ist, hier ist es definiert über den Bereich, wo das mir auf minus also 1 dB heruntergeht, das ist also 0,2, 3 dB, auf 0,2, das heißt die Bandbreite erfüllt die Spezifikationen. Und Sie sehen dann hier die Sprungantwort und die Sprungantwort mit diesem Phase Margin. Phase Margin ist effektiv, am Ende stellt sich heraus, ist 75 Grad. Warum 75 Grad? Wegen dem Faktor 4. Wenn wir jetzt diesen KTS plus 1 viel weiter nach links verschoben hätten, wenn wir das T größer gewählt hätten, dann wäre die Phasen der Phase Margin größer geworden. Das hängt nur davon ab, wo wir das hier platzieren. Wir haben es hier platziert, wenn wir es jetzt hier platzieren würden, dann würde die Steigung hier größer sein und der Phase Margin nicht minus 75, wie hier angegeben. Das ist der Faktor 4 hier, der uns ergibt, dass es nicht 90 Grad Phase Margin ist. Okay? Wenn der Faktor, wie gesagt, wenn der Faktor größer ist, dann hätte ich näher an 90. Gibt es dazu eine Frage? Ja, bitte. Ja, warum ist der Gain jetzt bei Omega Bandwidth nicht genau 1? Weil deshalb haben wir das K gewählt. Der Unterschied ist, dass der Gain, der Bandwidth hier bestimmt ist auf Open Loop. Ne? Jetzt ist da hier das K, haben wir hier bestimmt. Ne? Jetzt, das heißt, dass die Amplitude von KG ne, ist 1. Ne? Aber wenn Sie jetzt das anschauen, nur aus einer ganz einfachen Betrachtung, ne, dann wäre es 1 über 1 plus 1. Ne? Und daher kriegen Sie die Amplitude vom geschlossenen Regelkreis kriegen Sie dann kleiner und deswegen ist auch die Bandbreite nicht definiert, auf wo das 1 ist, sondern wo es etwas kleiner als 1 ist. Ne? Aber Sie werden dann sehen, später in Regelsysteme 2, dass
Wie Bandbreite definiert, das ist nicht eindeutig. Ne? Je nach dem Autor ist das ein bisschen, also hier ist es 3 dB, in anderen Fällen ist es anders definiert. Aber Sie wollen hier 1 haben, ne? Im DC, weil Sie wollen zum Beispiel keine bleibende Regelabweichung haben, das wäre 1. Und das da hier gibt sich aus ungefähr, also es ist ungefähr, weil die Phase man dazu rechnen müsste, aber es ist ungefähr 1 über 1 plus 1. Aber eigentlich müsste man natürlich komplexe Werte, Zahl, Amplitude nehmen und dann kriegt man das 3 dB. Noch Fragen? Okay, das war jetzt ein einfaches Beispiel, wo wir so einen, wie wir es früher geführt haben, einen PD-Regler wählt. Wir schauen jetzt hier mehr andere, mehr allgemeine Regler, nicht nur den PD-Regler und was diese Regler machen. Und wir schauen uns das an einem Beispiel an oder an zwei Beispielen an. So, wir hatten hier vorher schon PI, PD, PID. Hier werden wir mehr allgemeine Kompensatoren sehen. Also das PD haben wir jetzt gerade angewendet. Das ist genau diese Formel K über Tau DS plus 1. Und Sie wissen, also das hat hier, ich habe es Ihnen gerade aufgezeichnet, so das wäre hier die Steigung 1. Und daher haben Sie hier Steigung 1, gibt Ihnen das da hier plus 90 Grad. Und es ist natürlich minimalphasig und es hat keine Todzeit und daher gilt dieser Bode-Amplitudenphasen-Zusammenhang und daher kann ich das sagen. Und normalerweise wählen wir, wie Sie es gerade an dem Beispiel gesehen haben, das 1 über TD im Bereich der Crossover-Frequenz. In dem Fall haben wir es um einen Faktor 4 nach links verschoben gehabt, im Beispiel vorher, um Phase Margin zu verbessern. Allgemein, so einen Kompensator gibt es nicht. Ne? Das wäre ein Differentiator und das wäre auch nicht sehr günstig für die Anwendung, weil jedes Rauschen, sagen wir Hochfrequenz, das Rauschen hier würde durch diesen Regler, durch seinen PD-Regler beliebig stark verstärkt werden. Das heißt, die effektive Verhalten in der Praxis von so einem Regler mit dieser idealen Übertragungsfunktion K TDS plus 1 wäre nicht erwünscht. Und daher als Alternative wählt man, weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, also ein Lead-Kompensator. Und der Lead-Kompensator führt dann zusätzlich zu dieser Nullstelle auf 1 über TD dann auch einen Pol ein, der praktisch, wenn ich jetzt das hier auslösche, was macht der? Der sagt, ja, ich will das nicht beliebig verstärken, sondern ich gehe dann irgendwie hier und begrenze die Verstärkung, das heißt, ich führe hier einen Pol ein und das wird natürlich auch dann bei der Phase wieder, die Phase muss dann wieder auf 0 zurückgehen, weil die Steigung hier 0 ist. Das wäre jetzt die Idee dieses Lead-Kompensators und hier ist es gezeigt, ich führe also zusätzlich einen Pol ein mit einem Alpha und das Alpha schiebt natürlich den Pol hier auf diese Seite her, also da hier ist die Nullstelle, den Pol auf diese Seite, daher muss das Alpha kleiner als 1 sein, sonst macht es keinen Sinn, Sie wollen also diese Eckfrequenz hier bei 1 über Alpha T rechts vom 1 über T haben, mit Alpha kleiner als 1. Und dann sehen Sie genau, wie ich es Ihnen gezeigt habe, natürlich hier ist die Phase 0, Steigung 0, Steigung 0, Phase 0 und hier dazwischen ist die Phase, ist die Steigung etwas positiv, nicht ganz 1. Wenn sie 1 wäre, dann würde das auf 90 nicht ganz positiv und deswegen haben Sie diesen Phasenverlauf. Das heißt, mit so einer Lead-Kompensation erreichen Sie auch eine Phasenanhebung, aber eine Phasenanhebung in diesem Bereich. Sonst mit dem Differentialregler erreichen Sie die Phasenanhebung überall rechts von 1 über T. In dem Fall, wenn Sie zu weit hinausgehen, gibt es keine Phasenanhebung, sondern das ist hier.
so gezeigt wie hier. Und das heißt, genau zwischen, und Sie sehen, dass es genau zwischen 1 über t und 1 über Alpha t, genau zwischendrin kriegen Sie die maximale Phasenanhebung. Und genau zwischendrin auf dem logarithmischen Maßstab würde heißen, dass quadratische Mittel hier 1 über, ja, der geometrische Mittel zwischen 1 über t mal 1 über Alpha t Quadratwurzel. Gibt Ihnen genau diese Frequenz zwischen 1 über t und 1 über Alpha t und dort kriegen Sie die maximale Phi Max Phasenanhebung. Und Phi Max ist natürlich, wenn wir zurückgehen, Phi Max ist natürlich eine Funktion von Alpha, wie wir hier sehen. Wir wissen das auch, je größer wir Alpha machen, desto weiter geht diese geht das in diese Richtung. Je kleiner wir Alpha machen, desto mehr geht es in diese Richtung. Also dieser Zusammenhang zwischen Alpha, der Zusammenhang zwischen Alpha und Phi ist in diesem Diagramm dargestellt. Also je kleiner Alpha, desto mehr die Phasenanhebung. Wenn Sie natürlich jetzt Alpha, das ist evident, wenn Sie Alpha 0 machen, dann geht der ganze Term weg, dann sind wir zurück zum ursprünglichen PD-Regler und dann kriegen wir eine Phasenanhebung von 90. Und das gibt Ihnen also hier den Zusammenhang. Typisch wäre jetzt zum Beispiel eine Phase, die man haben will, von nicht mehr als 60 Grad. Wenn Sie das haben wollen, dann kriegen Sie das mit einem Alpha von 0,1. Also typisch ist, dass man typisches Alpha ist hier 0,1. Das dann eine maximale Phasenanhebung von 60 ergibt. Wenn Sie jetzt mehr Phase brauchen, was normalerweise schwierig ist und schwierig zu implementieren und auch nicht günstig für Mesh-Rauschen und so weiter, dann verwendet man oft zwei dieser Lead-Kompensaten in Serie. Wie machen wir den Entwurf? Wir bekommen zuerst Omega Max, das heißt die Frequenz, wo dieser Lead gebraucht wird, wo diese Phasenanhebung gebraucht wird, dann wählen wir Alpha 0,1 und aus dem können wir dann T errechnen. Alpha ist typisch das und das gibt uns dann auf der Frequenz Omega Max eine Phasenanhebung, wie wir es hier sehen, mit 0,1 gibt es eine Phasenanhebung von 60 Grad. Das wäre also ein typisches Verfahren, wie wir es jetzt dann anwenden werden, in einem System, nicht ganz so wie das System, das wir vorher gesehen haben, sondern 1 über S und S plus 1, also das wäre Übertragungsfunktion. Wir hätten da zuerst eine Steigung 1 über S und dann hätten wir bei 1 noch einen weiteren Knick und das wäre dann die Steigung hier minus 2 und hier wäre die Steigung minus 1 am Bode-Diagramm. Und die Spezifikationen, die wir haben hier, sind ein bisschen komplizierter, als wir das letzte Mal beim letzten Beispiel hatten. Wir wollen jetzt für einen rampenförmigen Sollwert, wollen wir eine bleibende Regelabweichung von weniger als 0,1 haben. Und weiters wollen wir einen Overshoot von 25% haben. Das sind jetzt unsere Spezifikationen. Jetzt das Erste, was wir machen können, wir können sagen, was ist mit Overshoot 25%? Das ist in Beziehung zu was? Overshoot, wir können uns vielleicht erinnern, dass MP in Beziehung zur Dämpfung steht und Dämpfung steht in Beziehung zu Phase Margin.
Ja. Okay. Wir haben hier Phase Margin, wir haben hier Overshoot. Und abhängig vom Overshoot können wir uns eine Phase Margin hier aussuchen. Also was habe ich gesagt, der Overshoot Spezifikation, was war die Spezifikation aus Ihren Vorlesung? 0, Overshoot Spezifikation. Ich habe jetzt die Seite nicht hier, deswegen wollte ich sie fragen. 20%, okay. 20% hier, dann gibt es uns hier einen Phase Margin von 45 Grad. Okay. Dann können wir hierher gehen. Okay. Phase Margin 25%, fast gleich. 25%. Bleibende da kriegen wir Phase Margin Vorgabe und von bleibender Regelabweichung kleiner als 0,1. Jetzt, wie machen wir diese Spezifikation, bleibende Regelabweichung weniger als 0,1 für rampenförmigen Sollwert? Wir schauen uns an, die geschlossenen Regelkreis. 1 über 1 plus dg, den Fehler. Das heißt, ich schaue mir jetzt an, welche Übertragungsfunktion. Ich schaue mir an hier das minus e r. Okay. Ich schaue mir e zu r an und e zu r wäre 1 über. Das wäre D und das wäre G. E zu R wäre 1 über 1 plus DG ist diese Übertragungsfunktion. Okay. Und dann verwende ich den Endwertsatz. Der Endwertsatz gibt uns das und das. Und natürlich muss ich dann noch R anwenden. Und R ist rampenförmig, das heißt, es ist 1 über S Quadrat. Das kann ich natürlich jetzt kürzen hier, dann kriege ich hier den Ausdruck. Und im Limit S gegen 0 kriege ich hier 1 über D0, ist das ES. ES ist 1 über D0 und das ist vorgeschrieben, dass es kleiner als 0,1 ist und daher D muss größer als 10 sein. Das heißt, mein Kompensator, mein Steady-State-Gain, mein DC-Gain, DC-Verstärkung vom Kompensator muss mindestens 10 sein. Und hier, was wir gerade früher nachgeschaut haben, für MP kleiner als 25% muss Phase Margin größer als 45 Grad sein. Okay, das sind jetzt die zwei Spezifikationen, die ich habe, um meinen Lead-Kompensator auszulegen. Also D0 ist dann die Schlussfolgerung, D0 ist größer als 10 und Phase Margin ist größer als 45. Jetzt haben wir diese Spezifikationen übersetzt in diese Spezifikationen, die ursprünglichen übersetzt in diese Spezifikationen. Und das heißt, wenn wir uns jetzt anschauen, das Diagramm, ja, wenn wir uns anschauen, dass das Bode-Diagramm von der ursprünglichen DC-Motor, dann hätten wir ursprünglich vor der Kompensation, dann hätten wir das durchgezogene Linie hier, also durchgezogen ohne den Kompensator, das wäre ursprünglich, da hätten wir hier die Steigung minus 2 und hier die Steigung minus 1. Und wir schauen uns jetzt an, wo brauchen wir diese, was ist die Durchtrittsfrequenz? Die Durchtrittsfrequenz hier ist bei ungefähr 5. Und wir müssen jetzt anheben,
den Lead-Betrag, also wir wollen eine Anhebung von 40 Grad haben. 40 Grad, da genügt uns ein Alpha von 5. Und wir brauchen also bei der Durchtrittsfrequenz, haben wir ursprünglich einen Phase Margin von 20 Grad. Und wir wollen das jetzt eben anheben auf 45 Grad dieser Lead-Term ist jetzt größer, als was wir effektiv brauchen. Und jetzt, wie wir das T wählen, also wir wissen jetzt das Alpha, und wie wir das T wählen, probieren jetzt wir durch Wahl des 1 über T. Das heißt, wir verschieben diesen Lead-Kompensator links oder rechts und das Phi Max dann bei Omega C auftritt, finden wir den Kompensator, wie hier gezeichnet, dann als Resultat mit der strichlierten Linie. Und von der Spezifikation wissen wir, dass das D von 0 ist gleich 10, wie wir es ursprünglich vorgegeben haben. Also wir haben jetzt durch diesen Lead-Kompensator die Amplitude und damit auch die Phase, die Amplitude abgesenkt, die Amplitude und die Phase angehoben, wie es hier durch die strichlierte Linie gezeigt ist. Und wir kommen dann schließlich durch dieses iterative Platzieren des Lead zu einem Phase Margin von 45 Grad, das heißt hier diese 45 Grad. Und wenn wir jetzt das anschauen, dieser Digitalregler, das hat nicht Bedeutung hier, dann sehen wir erstens hier die Rampenabweichung kleiner als 10%. Und hier das Überschießen auch erfüllt die Spezifikation. Also es ist eigentlich hier 20% und nicht 25%. Wiederum, warum hat das ungefähr funktioniert? Es hat ungefähr funktioniert, diese Zusammenhänge Zusammenhänge zwischen diesen Spezifikationen hier diesen Spezifikationen, das nimmt dann System zweiter Ordnung, ne? Mit Regler haben wir jetzt ein System größer als zwei, mit einem Lead-Kompensator hätten wir ein System dritter Ordnung. Ne? Wir haben das ursprüngliche System ist zweiter Ordnung, dann der Lead-Kompensator hat eine Nullstelle und eine Polstelle. Das heißt, es wäre ein System dritter Ordnung, das wir jetzt hier haben. Und wir haben trotzdem diese Regel angewendet, die eigentlich nur für System zweiter Ordnung gelten und daher ist auch der Zusammenhang nicht exakt. Also Regelkreis, System dritter Ordnung. Und eine Nullstelle noch dazu, weil natürlich der Lead-Kompensator diese Nullstelle ergibt. Okay. Weitere Kompensation wäre jetzt der PI-Kompensator und das werden wir jetzt dann auch erweitern, den PI-Kompensator, ein Lag-Kompensator, wenn Sie sich erinnern, wiederum von der Vorlesung von Herrn Ochsenbein, für einen PI-Kompensator hätten wir also dieses Bode-Diagramm mit der Eckfrequenz 1 über TI
Und die Phase, hier haben wir eine Steigung von minus 1. Das gibt uns eine Phase, Steigung minus 1. Und hier ist eine Steigung 0 und das gibt uns eine Phase von 0. Was ist jetzt der Lead-Kompensator? Der Lag-Kompensator würde zusätzlich die Verstärkung für kleine Frequenzen reduzieren. Das heißt, wir hätten hier eine Obergrenze und das heißt, auch hier wieder würden wir von minus 90 dann zurück auf 0 gehen. Das ist der Lag-Kompensator. Und das sehen wir hier. Also wir haben jetzt zusätzlich zu diesem 1 plus 1 über TIS haben wir zusätzlich eine Nullstelle eingeführt und das wäre also der Lag-Kompensator. Und diese Verstärkung, die Verstärkung zu S ist gleich 0, also diese Verstärkung hier, diese Verstärkung wäre gleich Alpha. Und dann haben wir hier, wie gesagt, die Omega ist gleich 1 über T, das ist diese Nullstelle, und hier 1 über Alpha T wäre die Polstelle von diesem Lag-Kompensator. Also wenn ich jetzt das zusammensetzen würde und sage, wie schaut ein PI-Regler aus, den ich vorher gezeichnet habe, für einen PI-Regler hätte ich das Bode-Diagramm so. Und wenn ich das jetzt modifizieren will, damit ich einen Lead-Lag-Regler bekomme, dann wäre da hier, würde ich das einführen, hier für den Lag und hier für den Lead. Und am Ende hätte ich dann diese Art von Lead-Lag-Kompensator, wenn ich also PID hätte, also das wäre das ursprünglich, das mit dem roten Kompensation wäre das dann Lead Lag und ohne die rote Kombination wäre das dann PID. Okay. Das ist als Erweiterung, Kombination dieser zwei. Und Sie sehen hier natürlich wieder hier die Steigung 0 gibt Ihnen dann die Phase 0, die Steigung 0 gibt Ihnen Phase 0 und hier drinnen ist die Steigung vielleicht minus 1, nicht ganz und das gibt Ihnen dann dieses Phi hier. Und natürlich Phasenverzögerung ist nicht gut. Daher Phasenverzögerung, daher gibt man diese Verzögerung wohin? Im niedrigen Frequenzbereich, so dass es bei der Bandbreite sich überhaupt mehr nicht auswirkt. So, man wähle 1 über T, das heißt 1 über T ist eben, wo dieses ganze, wo der ganze Lag-Kompensator wirkt. 1 über T ist hier, ne, wo es wirkt. Man wähle es kleiner, weiter links, als Omega C, um die Phasenreserve nicht zu beeinflussen. Und wir werden jetzt diesen Kompensator genau wiederum anwenden und ausprobieren für diesen DC-Motor, den wir vorher angeschaut haben, mit den gleichen Spezifikationen, D größer als D0 größer als 10 und Phase Margin größer als 45 Grad, gleiche Anwendung. D0 größer als 10 aus den gleichen Betrachtungen, das ist wieder Endwertsatz. Endwertsatz gibt sich in dem Fall Alpha größer als 10 und wir wählen dann Alpha gleich 10.
Gleich wie am letzten Beispiel, nur das Alpha hat jetzt eine andere Bedeutung. Früher war es 0,1, jetzt 10. Also früher war es Alpha für den Lead-Kompensator, ist das Alpha kleiner als 1, für den Lag-Kompensator ist Alpha größer als 1. Und wir haben jetzt das ursprüngliche System KG. Das ist jetzt das unkompensierte System, hier gezeichnet, ausgezogen. Und wir finden, dass jetzt, wo ist der Durchgriffsfrequenz 1? Durchgriffsfrequenz 1 ist hier. Phase, wie wir vorher schon gesehen haben, ist 20 Grad. Das ist zu wenig, daher müssen wir die Phase anheben. Jetzt in dem Fall, wie heben wir die Phase an? Wir verschieben führen einen Lag-Kompensator ein, der uns dann erlaubt, dass wir, also der diese ganze Amplitude hier auf diese Seite verschiebt und uns daher eine kleinere Durchtrittsfrequenz gibt. Und eine kleinere Durchtrittsfrequenz, wenn ich jetzt diese Durchtrittsfrequenz verschiebe, wie ich es hier sehe, dann verschiebt sich, also Durchtrittsfrequenz verschiebe ich in diese Richtung und zu dieser Richtung ist die Phasenverzögerung weniger. Also hier im Grunde genommen, was dieser Lag macht, der verschiebt die Durchtrittsfrequenz. Früher beim Lead-Kompensator haben die Phase angehoben. Vom Lag-Kompensator verschieben wir die Durchtrittsfrequenz zu einem kleineren Wert, dort wo die Phasenverzögerung kleiner ist. Und das machen wir jetzt mit diesem Lag-Kompensator, wie es hier eingezeichnet ist. Wiederum ist das zu einem Grad eine Probiersache. Was wir aber sehen, dass wie vorher vorgeschrieben in dem Beispiel, also in diesen Überdachtungen, man wähle 1 über t weit kleiner als Omega c, um die Phasenreserve nicht zu beeinflussen. Wenn wir jetzt schauen, was wir hier gemacht haben, dieses kompensierte System hat eine größere Phasenverzögerung, aber im Durchtrittsfrequenzbereich, nämlich hier, ist die Phasenverzögerung gleich wie vom ursprünglichen System. Das heißt, dieser Lag-Kompensator hat keine Phasenverzögerung zusätzlich beigetragen. Und wir können dann schauen, was ist die Antwort mit diesem Lag-Kompensator. Und wir sehen das hier und wir sehen, dass es jetzt da hier, jetzt hat er etwas mehr Überschüssen als vorher. Vorher war es 1,25, jetzt ist 1,2, jetzt 1,25. Aber wir sehen einen großen Unterschied von dieser Antwort zum kompensierten System vorher. Wenn wir uns jetzt die Zeitskala anschauen, beide Entwürfe, die wir hier hatten, erfüllen diese Spezifikation D0 größer als 10, Phase Margin größer als 45 Grad. Der Lag-Kompensator und der Lead-Kompensator. Wenn ich jetzt mir anschaue, die Antwort hier, dann kann ich sagen, die Settling Time hier ist vielleicht ungefähr 7. Also jetzt nur ungefähr angeschaut, okay? Jetzt kann ich mir anschauen vom früheren Beispiel. Okay? Hier die Settling Time ist ungefähr 1. Okay? 1 oder 1,5, was immer. Das heißt, ich habe die Spezifikationen auf ganz verschiedene Weise erfüllt. Im ersten Mal habe ich im Grunde genommen das System schneller gemacht, die Phase reduziert durch diesen Lead-Kompensator. Und im zweiten Mal habe ich das System einfach langsamer gemacht durch diesen PI oder Lag-Kompensator und auch so die Phase-Margin eingehalten. Das heißt, in beiden Fällen war das Überschießen 1,2, in beiden Fällen ist die bleibende Regelabweichung 10%, aber zwei total unterschiedliche Strategien. Im Allgemeinen hätten wir
zusätzliche Spezifikationen zu dem, was wir hier haben. Nämlich irgendwas, das mit der Geschwindigkeit der Antwort zu tun hat. Diese Betrachtungen jetzt, diese Spezifikationen, gaben uns keine Vorgaben über die Geschwindigkeit der Antwort, sondern nur Überschießen hat mit Dämpfen zu tun, hat zu tun mit Phase Margin, hat nichts zu tun mit der Antwortgeschwindigkeit. Und deswegen konnten wir hier so zwei total verschiedene Regler verwenden, um die Spezifikationen zu treffen. Normalerweise wäre auch eine Spezifikation der Geschwindigkeit der Antwort, die wir zusätzlich da berücksichtigen müssten, was wir hier nicht mussten, und daher haben wir diese einfachen Beispiele und einfachen Regler verwenden können. Jetzt PID-Kompensation, wie ich Ihnen vorher gezeigt habe. Das hier ist also das 1 über TI und hier ist das 1 über TD. Lead Lag wäre jetzt dann eben, wie ich es Ihnen gezeigt habe, so, und das geht dann hier wieder hinauf auf 0 Grad und hier wieder herunter. Das heißt, im nächsten Seite ist das nicht gezeigt, aber das ist so, wie es ausschauen würde. Also es würde hier auf 0 gehen, hier auf 0 gehen, und das heißt, die Phase würde hier wieder hinauf auf 0 gehen und die Phase würde wieder hier herunter auf 0 gehen. Das wäre dann der Lead Lag Kompensator, der Ihnen diese Veränderungen da geben würde. Und mit dem Lead Lag Kompensator könnten Sie dann durch diese Kombination könnten Sie dann in diesem Beispiel von dem Motor auch die Geschwindigkeit ansprechen, zusätzlich zu diesem Phase Margin. Das heißt, Sie hätten nicht die Wahl zwischen langsam und schnell, sondern Sie könnten auch eine weitere Spezifikation ansprechen, abgesehen vom Überschießen, also auch die Geschwindigkeit ansprechen, wenn das gefragt ist. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann gute.